mit uns, Mann! Die wollen uns mit Gewalt räumen! In April 2014, the Berlin Senate demolished a camp of refugees at Oranienplatz Kreuzberg, leaving their official camps around the country in protest against their unresolved status in Germany. The refugees occupied Oranienplatz for 2 years. The Berlin Senate teared the place down with the help of a splinter group of refugees, promising to clarify their status in return. So you are tired with the political fight? I'm a political refugee. I've been right away from my hometown to Libya, Libya to Italy, Italy now to Germany. What we are protesting against is right to stay, a right to work, right for education, a right for health. And now we have assets that the government decided to give some of part of our rights. So what are we waiting for? Despite the cooperation of several people within the camp, many distrusted the authorities' promise, leading to clashes between the two groups of refugees. A masterclass in conflict management orchestrated by the Berlin police meant that by the end of the day the camp had been finally cleared. The Gerhard Hauptmann School in Berlin-Kreuzberg then became the last haven for refugees unwilling to compromise on their original demands. 3 months later, 800 police descended on the school and began transporting the remaining refugees back into official camps outside the city. Press were denied access to the school during the entire operation. Die werden abgeschoben. Einzelfallprüfung bedeutet Tod dieser Menschen. Wenn die Leute hier kommen, was passiert mit uns, Mann? Die wollen uns mit Gewalt räumen. Die wollen auf jeden Fall das Haus nicht verlassen. Einige Menschen sind auch auf dem Dach bereits. Und wenn das Haus von der Polizei gestürmt werden sollte, haben sie schon gedroht, runterzuspringen. Man hat lange genug im Vorfeld Bescheid gewusst über die Aktion, die heute hier stattfindet. Aber mit den eigentlichen Leuten, die es betreffen, hat man nicht für notwendig erachtet, darüber zu sprechen. Wenn Polizei hier vor der Tür steht, wenn niemand in das Haus reinkommt, die Straßen weiträumig abgesperrt sind, Menschen sich mit den Flüchtlingen im Haus nicht solidarisieren können, können wir, glaube ich, vom friedlichen Zustand hier in Kreuzberg vor der Gerhard-Hauptmann-Schule nicht sprechen. Es ist muy complicado. No, tu familia está aquí. María, es yo so. Sí. Familia, you are not our friend, Sasha. You are liar. All of you are fucking liars. Die Leute, die keinen Hausausweis haben, aber ins Haus wollen, kommen nicht rein. Das ist jetzt gerade der Stand. I need my passport. I need my passport. Die Bullen, denen ist es wirklich scheißegal. Die rennen einfach auf Lust. Ich hab da so ein Kind weggezogen, sonst hätten sie die wirklich überrollt. Da sind Computer geflogen aus dem Fenster. Fensterscheiben sind kaputt gegangen. Ist ein bisschen krass. Drin wollen die Leute die Presse. Du willst sie nicht reinhaben, weil du sie nicht brauchst. Finally, the police agreed to let vice journalists into the school. But before being able to enter the building, we were escorted from the premises. Nee, Moment, Moment. Halt! Nicht anfassen! Nicht anfassen! Hier, das ist wohl eine öffentliche Presseveranstaltung hier momentan. Das hat der Herr gerade deutlich gesagt. Das wird da besprochen, da würde ich gerne zuhören. Danke. Warum wollen Sie keine Journalisten haben? Ja, also mittlerweile stehen hier auch Kampfeinheiten. Der Ordnungsdienst verweist uns also des Geländes und Herr Langenbach vom Bezirksamt möchte uns jetzt erklären, warum wir keine Journalisten drin haben. Wir finden gerade Abläufe statt, die ein bisschen schwieriger sind als das, was man normalerweise macht. Ja. In dem Moment möchte ich gerne, dass das alles in Ruhe läuft und ich möchte nicht, dass die Menschen über die Maßen gestört werden. Die Menschen werden aber über die Maßen von ihren Polizeieinheiten gestört, oder nicht? Sie interpretieren. Ja, ich interpretiere, aber deshalb würde ich ja gerne drin sein. Und deswegen interpretieren Sie doch bitte hier draußen. Nee, warum sollte ich hier draußen? Hier draußen muss ich spekulieren. Drin könnte ich sehen. You need to stay here until solution. And you are on the roof? Yeah. Okay, good luck. By mid-afternoon, 140 refugees had been removed from the school and placed in temporary housing. 80 remained on the roof equipped with Molotov cocktails, threatening to jump if the police entered by force. The following morning, we called the refugees via Skype to ask why press was still being denied access to the school. One of them, he said, if they let them to be in, that
The following morning, the school was still off limits to press. Lassen Sie uns doch bitte mit den Flüchtlingen reden. Wir haben es hier mit einer Situation zu tun, die von der Sicherheitslage her gesehen sehr, sehr schwierig ist. Es besteht keinerlei Gefahr für die Pressekonferenz. Wir warten seit 24 Stunden verzweifelt darauf, dass wir mit der Presse reden können. Es gibt ganz viele, die oben viel zu sagen haben. Und wir freuen uns, wenn Sie uns rein begleiten dafür. Und hoffen, dass wir dafür endlich die berechtigte Erlaubnis kriegen. Verteidigen Sie Menschenrechte! Warum machen Sie das? Ekelhaft ist das, was hier passiert! Ekelhaft! Unvorstellbar ist das, was hier passiert! Natürlich, wir sind wütend, weil hier die Pressefreiheit in der Bundesrepublik Deutschland wird mit Füßen getreten. Wir müssen einfach hinnehmen, dass sie die Pressefreiheit brechen. Das ist jetzt hier abgesperrt. Ich würde Sie bitten, einfach hinter die Absperrung. Nee, bitte. Sie wollten gerade als Journalisten zu der Schule in der Ullauer Straße gehen und dort filmen. Als wir vor dem Tor standen, wurde gesagt, nein, wir dürfen nicht hinein, wegen Sicherheit. Dann haben sie uns verwarnt und haben gesagt, wir sollen die Straße verlassen. Dann haben sie schließlich uns rausgetan. Bezirkssprecher Langenbach war deutlich anzusehen, dass er weiß, dass es ein Verstoß gegen die Pressefreiheit ist. Dass es nur darum geht, die Stimmen der Refugees nicht zum Erklingen zu bringen. The school remained under siege and journalists had been forcefully removed while talks between the council and refugees failed to solve the conflict. After another exhausting night for the refugees, more than 3,000 Berliners turned out in support of their cause, marching through the city to the former refugee tent camp. In the evening, the local council finally announced they would not violently evict the remaining refugees from the school. Speaking for the council, Hans-Christian Ströbele, a Green member of parliament and Kreuzberg resident, delivered this message to the refugees and protesters. Wir sind am Anfang der Besprechung. Ich denke, wir haben einen Erfolg dadurch, dass die erstmal da bleiben können, dass sie nicht befürchten müssen, da geräumt zu werden. Der Bezirk und auch einzelne Politiker aus allen Fraktionen haben zugesagt, dass sie sich sowohl beim Senat als auch bei der Bundesregierung darum bemühen werden, da eine Lösung zu finden. Mehr können wir ehrlicherweise nicht zusagen. Despite the growing tensions centered around the school, the authorities' attempts to find a solution continued to falter. The massive police presence on Kreuzberg Street continued, with units being drafted in from around the country to prevent protesters' repeated attempts to breach the barriers around the school. Aber es ist so, das haben wir auch gestern gesehen, dass hier durchaus Menschen auf die Absperrung einwirken. Wir müssen hier Wege frei halten, wo Rettungsfahrzeuge langfahren können. Und von daher brauchen wir die Größe dieses Raums, um die Schule wirksam zu schützen. With every passing day, the logistics of the police operation became more and more difficult to maintain.
Der Bezirk hat uns ja beauftragt, den Bereich um die Schule herum abzusperren, damit keine Einwirkung erfolgen kann auf das Schulgelände. Das haben wir für mehrere Tage getan und dafür waren pro Tag zwischen 1000 und 1800 Polizeibeamte erforderlich. Und wir haben dann gesagt, es muss jetzt mal klar sein, wo die Entwicklung hingehen soll. Es gab ja keinen Fortschritt mehr. Deswegen haben wir dem Bezirk gesagt, er möge uns entweder sagen, wie es jetzt weitergeht, oder wir werden unsere Sperrkräfte abziehen. Und der Bezirk hat dann heute reagiert und hat sich entschieden. Die Polizei hat heute um 12.45 Uhr ein Fax erhalten, und zwar vom Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg. Und das ist ein Räumungsersuchen für die ehemalige Gerhard-Kirchner-Schule. Rechnen wir halt mit dem Schlimmsten, es passiert nichts. Und das ist schon eine krasse Psychonummer. Und führt dazu, dass die jetzt heute gar nicht glauben, dass diese Räumung stattfindet. Ich bin hier, weil ich mir Sorgen mache um die Menschen, die jetzt auf dem Dach sind, weil es gibt mehrere, die gesagt haben, sie würden springen, wenn die Polizei denen zu nahe kommt. Und das, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich gerade stehen oder sitzen soll. Faced with this ultimatum, the council decided to go through with the eviction after all, causing protests to reach a new level of intensity. After 8 days of protesting, several teenagers organized a school strike and joined the protesters in expressing their solidarity with the refugees. The police tried to maintain control of the situation by deploying yet more riot units, but instead of focusing on the security of the Gerhard Hauptmann School and its refugees, the officers used pepper spray against the teenagers protesting outside. Ja, also ich habe halt versucht, die alle aus der Sitzblockade rausgeworfen wurden, teilweise aufzufangen. Und zum Dank habe ich pepper spray direkt in die Augen bekommen, also er ist wirklich direkt auf mich zugekommen und hat mir in die Augen gesprüht. Demonstrating what are we violating? You are the one violating our rights by pepper spray, using guns, everything. You are the one violating. After just 3 days, this had become the most expensive police operation ever to take place in a single district of Berlin. Everyone was on edge. It was obvious that the state of emergency in Berlin's city center could not continue for long. Rumors circulated that the eviction was planned for 4 a.m., leaving roughly 50 protesters camped outside the school. With every hour that passed without eviction, the tension gave way to hope. The chaotic handling of the situation by the authorities throughout meant that a completely different outcome was still a distinct possibility. After another night of negotiation, on the morning of July the 2nd, the city finally yielded to the refugees' demands. Gestern hat eine schriftliche Erklärung von Herrn Panov die Flüchtlinge tatsächlich erreicht. In dem erklärt Herr Panov, dass er damit einverstanden ist, dass die Flüchtlinge in der dritten Etage bleiben, dafür alle anderen Bereiche räumen, einschließlich Dach, verlassen. Die Flüchtlinge werden heute bis 10 Uhr beraten haben und sich dann endgültig entschieden haben, ob sie das Angebot von Herrn Panov akzeptieren. The Green Party member of parliament, Hans-Christian Ströbele, entered the school to negotiate with the refugees. Also es werden hoffentlich in wenigen Minuten Flüchtlinge oder ein Vertreter der Flüchtlinge hier erscheinen und mit den Anwälten. Und dann wird hier in der Öffentlichkeit die erzielte Einigung, Vereinbarung unterschrieben. Vereinbarung zwischen den Flüchtlingen der Gerhard-Hauptmann-Schule in Kreuzberg und dem Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg. Beide Seiten einigen sich grundsätzlich auf die Nutzung der Gerhard-Hauptmann-Schule durch die Flüchtlinge. Einzelheiten werden später geregelt. Die Schule wird renoviert. Ab Donnerstag, den 3. Juli, beginnen in den unteren Etagen der Schule Entrümpelungs- und Bauarbeiten. Für den weiteren Zugang der Flüchtlinge, die derzeit in der Schule sind, werden ihnen neue Ausweise ausgestellt, die sie berechtigen, die Schule zu verlassen und wieder zu betreten.
Die Kontrolle am Eingang wird zunächst durch Personal eines Sicherheitsdienstes gesichert, das, soweit notwendig, zur Vermeidung des Zugangs Dritter von Polizeibeamten unterstützt werden kann. Der Bezirk erklärt, keine Anträge für eine strafrechtliche oder gerichtliche Verfolgung der Flüchtlinge wegen ihres Aufenthaltsstatus in der Schule zu stellen. Warte mal jetzt erstmal mit der Frage rein, Mann. Whether the agreements will actually be honored this time and the refugees will be granted asylum on their own terms remains to be seen. On the day that the crisis at the Gerhard Hauptmann School ended, Parliament dramatically reduced the eligibility for those seeking asylum in Germany.